Hallo ihr Lieben, lasst uns heute über Ernährung bei Multiple Sklerose sprechen. Heute möchte ich speziell die Eier einmal beleuchten, weil aus aktuellem Anlass im Schubfrei-Club die Frage, wie ist das mit Eiern? Die enthalten doch Arachidonsäure und die soll man auf jeden Fall bei der antientzündlichen Ernährung, die bei Multiple Sklerose empfohlen ist, meiden. Muss ich jetzt auf Eier verzichten? Oder ich habe schon lange auf Eier verzichtet. Ist das notwendig? Und vielen, vielen Dank für die Frage. Derart Fragen haben wir öfter im Schubfrei-Club. Und es gibt ja auch bezüglich Ernährung oder ganzheitlichem Lebensstil oder alles sonst, was bei Multiple Sklerose und Gesundheit allgemein wichtig ist, immer ganz gegensätzliche Empfehlung, was dazu führen kann, dass jemand, der sich zu einem Thema informiert, völlig verwirrt ist, weil der eine sagt, ja, du darfst Milchprodukte essen, der andere sagt, nein, die sind hochentzündlich und auf gar keinen Fall, das ist verboten. Genauso scheint mir das bei den Eiern auch zu sein. Und ich möchte hier auch meine ganz persönliche Meinung mit dir teilen, so wie ich das handhabe mit den Eiern. Bevor wir uns über das Omega-6 zu 3-Verhältnis von Eiern, und da kommt dann auch die Herkunft mit ins Spiel, was isst du denn überhaupt für Eiern? Für Eier sollten wir uns über etwas anderes unterhalten. Denn generell, wie wählst du deine Ernährung aus, damit sie antientzündlich auf deinen Körper wirken kann? Also bevor wir jetzt über die Fettsäurezusammensetzung von Eiern sprechen, würde ich wirklich vorschlagen, wenn das Thema entzündungshemmende Ernährung für dich wichtig ist, verbanne alle hochverarbeiteten Lebensmittel aus deiner Küche, aus deiner Ernährung. Hör auf, gesunde, also gesüßte und ja, Getränke zu trinken oder irgendwelche Getränke mit bunten Farben und trinke Wasser und trinke davon ausreichend. Achte auf deinen Lebensstil und koche bestmöglich selbst mit Lebensmitteln aus höchster Qualität. Wenn du das schon alles machst, dann können wir uns natürliche Lebensmittel zu den Eiern zählen, mal genauer angucken. Und in erster Linie die Arachidonsäure und auch lange Zeit war das Cholesterin im Eigelb sehr verrufen, können wir uns dann genauer anschauen. Das mit dem Cholesterin ist mittlerweile widerlegt. Das können wir abhaken. Und ja, Eier sind jetzt kein Lebensmittel, womit du dein Omega-3 aufwerten kannst. Aber das sind ja auch die wenigsten Lebensmittel. Deswegen, die Herkunft des Eis ist entscheidend. Wenn du wirklich darauf achtest, möglichst wenig Omega-6-Fettsäuren und somit auch Arachidonsäure zu dir zu nehmen, dann ist die Herkunft der Eier entscheidend. Gar nicht auf Eier zu, also komplett auf Eier zu verzichten, kann die Folge haben, dass du auch aus deiner Ernährung wichtige Vitamine und andere Nährstoffe, sprich Proteine, vor allen Dingen essentielle Aminosäuren aus deiner Ernährung ausschließt, die dir an anderer Stelle fehlen. Und deswegen darfst du dir überlegen, ups, Moment, hier geht es los. Deswegen darfst du dir überlegen, ob
Eier für dich wertvoll sind oder nicht, oder wie du das anders ausgleichen kannst. So, die Herkunft. Nimmst du die billigen Eier aus Massentierhaltung, Käfighaltung, die armen Viecher, die ja, also wirklich Eier, die dann als minderwertig einzustufen sind, weil die Tiere ja einmal ein schlechtes Leben hatten, nicht ihrem natürlichen Umfeld aufwachsen können und somit sehr, sehr viel Stress haben und womöglich auch minderwertige Ernährung bekommen. Und das steckt ja dann auch alles im Ei drin. Das gilt für alles, was Tierprodukte sind. Vermeide Produkte, die billig sind und billig verkauft werden, im Hinblick auf deine Gesundheit. Und das ist für unsere Umwelt, für unsere Zukunft, ne, jeder Kauf ist da in dem Falle auch ein Wahlschein. Wie willst du deine Gesundheit? Und in den Medien wird halt immer auch, ja, ne, das Nachhaltige und sowas gesagt. Aber in dem Falle wollen wir wirklich mal die Gesundheit fokussieren. Wenn du billige, niedrig qualitative Lebensmittel kaufst, dann schädigst du hintenrum, also indirekt, deine Gesundheit. Also schau, wo kommt das Lebensmittel her, in dem Falle das Ei? Wie wurde es produziert? Und ne, das ist jetzt von einem Huhn. Wie ist das Huhn aufgewachsen? Wie wurde es gefüttert? Je natürlicher das passiert, also je mehr ein Huhn halt ja, seinem natürlichen Lebensstil nachgehen darf, also Käfer und Würmer essen darf, umso besser wird das Omega-6 zu 3 Verhältnis sein. Und das ist jetzt deine Aufgabe, dann wirklich hochqualitative Lebensmittel rauszusuchen, wo ja, die dir für deine Gesundheit zuträglich sind und die ganz, ganz viel für dich machen können, wo ganz viele ja, Stoffe drin sind, die dein Körper natürlicherweise braucht und du durch ein natürliches Lebensmittel, wie zum Beispiel Eier, ja, diese Lebensmittel zu dir nehmen kannst, statt jetzt tausendfach irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen oder eben das nicht zu machen, in einen Mangel zu geraten. Deswegen nicht was, also das Ei ist entscheidend, sondern wie und woher kommt das Ei und wie wählst du es richtig aus, um ja deine Ernährung entzündungshemmend zu gestalten. Wenn dir noch ganz, ganz viele weitere dieser Beispiele einfallen und du deswegen vielleicht ja nicht in eine Linie kommst, dich entzündungshemmend, sei es bei Ernährung oder im ganzen Lebensstil, zu orientieren, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Unterstützer oder niemanden, den du fragen kannst, dann herzliche Einladung in den Schubfrei-Club. Schreib mich da einfach an, dass du Interesse dran hast. Oder komm einfach in meinen Newsletter, den ich dir unter diesem Video verlinkt habe. Alles Gute und fang an, aktiv für deine Gesundheit zu werden. Es wird sich auszahlen. Deine Ilke.